Urheberrechtliche Abmahnungen sind immer noch ein Massenphänomen und sorgen regelmäßig für Ärger, wenn sie im Briefkasten landen. Aber nicht jede Abmahnung ist auch berechtigt und wirksam. Welche Folgen das hat, wenn eine urheberrechtliche Abmahnung unwirksam ist, möchte ich Ihnen heute kurz erklären. Mein Name ist Jonas Kahl, ich bin Rechtsanwalt im Urheber- und Medienrecht bei Spirit Legal. Das Urheberrechtsgesetz definiert in § 97a ziemlich genau, wie eine Abmahnung auszusehen hat. Da ist zum einen geregelt, dass der Name des Urhebers benannt werden muss. Zum anderen ist geregelt, dass ziemlich exakt bezeichnet werden muss, was genau die Rechtsverletzung ist. Und drittens, das ist der entscheidendste Punkt, soweit die Abmahnung eine vorformulierte Unterlassungserklärung enthält, muss angegeben werden, inwieweit diese Unterlassungserklärung über das hinausgeht, was eigentlich gefordert werden darf. Denn in der Praxis kommt es gar nicht selten vor, dass der Abmahner mehr fordert, als er eigentlich dürfte. Ist das der Fall, führt das dazu, dass nach 97a Urheberrechtsgesetz die Abmahnung unwirksam ist. Und diese Unwirksamkeit hat zweierlei Folgen. Die erste Folge ist, dass man die Kosten der Abmahnung, und das ist ja meist der größte Batzen, dass man die nicht bezahlen muss als Abgemahnter. Und die zweite Folge ist, dass man die eigenen Kosten, die man vielleicht hat, weil man einen Rechtsanwalt damit beauftragt, gegen die Abmahnung vorzugehen, dass man diese auch nicht selbst tragen muss, beziehungsweise die dem Abmahner selbst in Rechnung stellen darf. Jetzt bedeutet die Unwirksamkeit in einer Abmahnung aber nicht zugleich, dass man sich zurücklehnen kann und gar nichts tun muss. Man sollte schon darauf reagieren. Tut man das nicht, kann es dazu kommen, dass es eine Unterlassungsklage gibt. Und dann muss man zwar die Abmahnkosten nicht tragen, aber man muss die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen. Das hat erst kürzlich das Landgericht Hamburg in einer Entscheidung festgestellt. Insofern unser Rat: nicht zurücklehnen und nichts tun, sondern Rechtsrat einholen, die Abmahnung prüfen lassen und dann entscheiden, wie man dagegen vorgeht. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Urheberrecht und Abmahnung haben möchten, dann können Sie gerne unsere Website unter spiritlegal.com besuchen.